gut, dann darf ich vorstellen, das sind eben halt drei flugbegeisterte, vor allem informationsbegeisterte Privatpiloten, die wir uns hier alle in dieser Runde mal gefunden haben, um diesem kleinen außergewöhnlichen Hobby zu frönen. Was allerdings, ich sag, auch eine ganze Menge Arbeit ist, nicht nur, ich sag mal, praktisch, auch theoretischer Art. Da wir ja, ich sag mal, mit vier Maschinen relativ dicht beieinander sind, müssen wir auch alle anderen Wegbarkeiten eben halt auch ins Kalkül ziehen, sprich eben halt auch Notsituationen mit durchsprechen, um eben halt die Sicherheit so groß wie möglich zu halten. Ja, aber letztendlich, denke ich mal, wir sind seit 2011 zusammen und haben eigentlich bis jetzt ganz viel Spaß gehabt bei dem Training, haben ein gutes Team zusammenstellen können, deren Leistungsfähigkeit eben halt schon so gut ist, dass wir eben halt auch unsere Sache eben halt auch demonstrieren können am Tag der offenen Tür. Und darauf freuen wir uns immer. Einen schönen guten Tag, lieber Henry Bohlig. Herzlich willkommen mal wieder bei uns hier in Asperden. Schön, dass du da bist. Wir hoffen alle, du hast eine gute Anreise gehabt. Und gleich werden wir natürlich die letzten Wetterinformationen einholen. So, da steigt er gerade aus, Henry Bohlig. Servus, mein Lieber, grüß dich. Schön, dass du unseren Flugplatz wieder gefunden hast. Manche haben es etwas näher, die kommen vielleicht noch mal aus Münster. Boeing's Stearman E75, das ist eine ganz, ganz spezielle Stearman, PT-17, so heißt sie. Eine spezielle Ausführung, ein offener, zweisitziger Doppeldecker. Da kommt sie an, Boeing's Stearman. Oben dran festhalten, denn wir werden spektakuläre Bilder sehen hier am Wochenende. Ich bin davon felsenfest überzeugt. Das erste Mal bei uns in Asperden nach unserer kleinen Airshow und am Tag der offenen Tür zum Pfingstwochenende traditionell ist zum ersten Mal im Programm neu dabei unsere Peggy Kreis, die erste deutsche Stuntfrau, die Wingwalkerin, die seit 1999 dieses tolle Hobby betreibt. Und die werden wir live hier erleben. Der Pilot ist Nigel Valentin. Da kommen sie angerollt. Die Bilder, das Schnurren von Motor, Sternmotor, 450 PS. Werknummer 229, ich denke mal, das ist das 229. Flugzeug, was da überhaupt im Werk gebaut worden ist. Das Baujahr ist 2000. Die Spannweite ist nur 14 Meter, also eine unglaubliche Wendigkeit, das Leergewicht. Die Maschine ist eigentlich sehr, sehr schwer.
fast 30, 40, 50 Sekunden lang in der Luft und es hört überhaupt nicht auf. Man kann sich das Gefühl gar nicht vorstellen. Also da ist Adrenalin pur und es ist eine wunderschöne Sache, sowas mal live mitzuerleben. Die Möglichkeit besteht natürlich in jedem Jahr hier bei uns in Aspern. Die Leinen durchziehen, Fahrt wegnehmen und was eine schöne Landung. Mops, direkt dann sitzen sie beide am Podex direkt vom Gymnasium gefunden haben zum Formationsflug. Jetzt schließt er auch langsam auf. Jetzt sind sie gleich zusammen. Kommen zum ersten Formationsflug. Thank you.
für die Beeindruckung. Arbeitet. Er hat über 3000 Flugstunden und über 4000 Starts und Landungen auf über 50 verschiedenen Flugzeugtypen. Das ist also ein mehrfacher ausgezeichneter Landesmeister, deutscher Meister. Meine Gäste, Sie wissen, was dieses Geräusch bedeutet. Wahrscheinlich versehentlich an den Schalter. Thank you.
Thank you.